Aus meiner Sicht die Nachricht des Tages war diese Verhängung des Kriegsrechts durch den Präsidenten von Südkorea. Es ist wohl eher ein Putsch von oben, so würde ich es mal bezeichnen, denn dieser Präsident war in Verhandlungen mit der Opposition in Südkorea über das Budget. Also ähnlich wie in Frankreich ist das da abgelaufen, nur da wird er mal schnell das Kriegsrecht verhängt, nicht wahr? Das erste Mal, glaube ich, seit 1979 in Südkorea. Sehr, sehr bedenklich und das Ganze mit Auswirkungen auf die Märkte. US-Staatsanleihen stiegen, respektive die Renditen sind gefallen und vor allem Bitcoin hat einiges an Bewegung gesehen. Und dann haben wir gleichzeitig noch ein weiteres Top-Ereignis heute. Der DAX hat erstmal die 20.000er-Marke übertroffen und der DAX wird immer teurer, denn es ist nicht so, dass die Gewinne steigen, sondern die Bewertungen für die deutschen Aktien werden immer teurer. Das vor dem Hintergrund nicht nur der ökonomischen Schwierigkeiten in Deutschland, sondern auch in Europa insgesamt, in China insgesamt. Wenn das mal gut geht, wir werden sehen. Schauen wir uns die ganze Chose mal an, meine Damen und Herren, wo der Präsident Yoon Suk hier nächtlich, also praktisch in der Nacht, in einer Fernsehansprache mal eben das Kriegsrecht verkündet hat. Wie gesagt, es ging um Budgetverhandlungen. Er hat gesagt, ich musste das tun oder muss das tun, weil die Opposition ja mit den Nordkoreanern küngelt. Es ist so, dass Yoon als scharfer Hund gilt in Sachen Nordkorea, keinerlei Kompromisse machen. Die Opposition, die ganz knapp diese Präsidentschaftswahl verloren hatte um 0,7%, ist da ein bisschen softer. Das hat offenkundig gereicht, um hier diesen Vaterlandsverrat-Vorwurf zu machen, der aus meiner Sicht überhaupt nicht begründet ist. Ich habe da so ein bisschen Einblicke nach Südkorea, weil meine Schwiegereltern Südkoreaner sind, wie auch immer. Die Tagesschau hat es bis etwa 17:30 nicht geschafft, das auf ihrer Webseite irgendwie auch nur zu erwähnen. Das Ganze war so 14:30, 15 Uhr deutscher Zeit rum, nach 2-3 Stunden bei der Tagesschau noch nichts Geld. Die haben ja nur ein Budget von 10 Milliarden öffentlicher Rundfunkgeld. Da muss man nicht berichten, Geld. Andere gibt es, die haben natürlich sehr viel mehr, die können dann berichten, so wie wir zum Beispiel bei Finanzmarktwelt mit so einer Ausstattung von 10 Milliarden Euro. Gell? Also da könnten wir ja gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, aber Schwamm drüber. Hier sehen wir mal so ein paar Bilder. Da haben Sondereinheiten dann das Parlament gesichert. Gesichert in Anführungszeichen, durfte also niemand rein. Dann aber später doch. Und zwar hat sich die Opposition offenkundig Zugang verschafft zum Parlament und hat dann eine Abstimmung gemacht. Wie schaut es aus mit dem Kriegsrecht? Aufheben, ja, nein. Und die Abstimmung ist ausgefallen mit 190 zu 0 Stimmen. Das ist der Traum jedes sozialistischen planwirtschaftlichen Systems. Da würde Honecker sich vor Neid im Grabe umdrehen. Hier die Nordkoreaner gucken mit voller Neid darüber, gell, das nach Südkorea, nach Seoul. Das scheint wirklich da zu belustigen, solche Abstimmungsergebnisse. Aber es ist sehr, sehr problematisch. Es ist, wie gesagt, eher ein Putsch von oben, der da stattfindet. Wirklich sehr, sehr. Ja, also kann man nicht rechtfertigen, die Medien wurden praktisch ausgeschaltet, nicht mehr frei, können nicht mehr frei berichten, also das ist schon eine ziemlich heftige Geschichte und einer der Gründe ist eben, dass die Zustimmungswerte für Yoon so massiv gefallen waren, nur 25% Zustimmung noch, wir sehen, dass der südkoreanische Aktienmarkt stark unter Druck war, über 4%, danach die Notenbank dann gesagt, wir tun alles, werden Geld drucken ohne Ende, um die Liquidität oben zu halten. Wir haben gesehen dann, dass die Auswirkungen bis in die USA reichten, US-Staatsanleihen gestiegen, also die Kurse, die Renditen gefallen. Eine Art Flucht in den sicheren Hafen. Aber die größere Bewegung, die war vor allem in Südkorea. Dort ist Bitcoin mal eben auf $62.000 gefallen auf südkoreanischen Plattformen wie Upbit. Da ging es also ziemlich massiv nach unten, auch andere Kryptowährungspaare in absoluten Turbulenzen. Und jetzt muss man wissen, die Südkoreaner, das sind absolute Krypto-Freaks. Das ist da eine ganz andere Geschichte als in Deutschland. In Südkorea hat das Volumen an Krypto-Plattformen ist deutlich höher inzwischen als alles, was an Aktienhandel in Südkorea stattfindet. Also das ist schon hier wirklich sehr verbreitet. Das ist eine Nation von Zockern auch, so wie das in Asien oft der Fall ist, auch die Chinesen in etwa. Also
Wir sehen, da ist einiges passiert, aber dann haben die sich gedacht, naja gut, wir haben hier Turbulenzen, möglicherweise Bürgerkriegsgefahr, dann kaufen wir doch wieder Bitcoin als eine Art sicherer Hafen. Und wir sehen, das Ganze ist dann nach oben gegangen, zunächst mal wieder in Richtung $96.000, nachdem man vorher schon doch ein bisschen unter Druck war, in Richtung $93.000 bei Bitcoin. Und hier sehen wir diesen Tagesverlauf mal. Bitcoin war eigentlich den ganzen Tag unter Druck, ging Stück für Stück runter, dann kurz nach dem Putsch der Tiefpunkt, dann aber eben diese Drehung. Ich habe hier mal im Vergleich Gold hier dargestellt. Gold war eigentlich relativ stabil die ganze Zeit. Also das war schon etwas, was vor allem Bitcoin betroffen hat. Und Bitcoin betrifft auch das, was übrigens Michael Saylor von MicroStrategy macht, der ja ein Schneeballsystem mit Bitcoin initiiert. Das ist, oder um es nochmal klar zu machen, Bitcoin ist kein Schneeballsystem, aber das, was Michael Saylor mit Bitcoin macht, ist ein Schneeballsystem. Und in diesem Schneeballsystem hat er, wie James Charnos zeigt, nicht wirklich so stark gekauft, als es billig war, also als der Kurs von Bitcoin relativ niedrig war. Etwa im Jahr 2022 war Bitcoin ja unter Druck, weil die US-Notenbank Fed die Zinsen angehoben hat, damit Liquidität verteuert hat. Das hat Bitcoin nicht geschmeckt. Jetzt sind wir ja wieder im Anstieg. Michael Saylor heute verkündet, ja, ich habe weitere Bitcoins gekauft und habe schon ja ganz tolle Renditen gemacht für die Anleger, die MicroStrategy-Aktie kaufen. Aber wenn wir sehen, der gute Mann, der erhöht seinen Einsatz sozusagen bei Bitcoin-Käufen, je teurer das Ganze wird. Er hat jetzt in letzter Zeit, im letzten Monat alleine, seine Bitcoin-Holdings um 60% vergrößert, während er das eben nicht 2022 gemacht hat, als der Preis deutlich niedriger war. Also das ist ein Schneeballsystem, in dem die gekauften Schneebälle immer teurer werden und damit einer gewissen Schmelzgefahr unterliegen. Und das liegt auch daran, dass die scheidende Biden-Administration offenkundig hier jetzt das macht, was die Deutschen schon gemacht haben, damals bei $55.000. Als Bitcoin bei $55.000 war, nämlich die Bitcoins zu verkaufen, die man beschlagnahmt hat aus kriminellen Aktivitäten. Jetzt hat die Biden-Administration knapp 1 Billion in Marktkapitalisierung Bitcoin, die man beschlagnahmt hat, jetzt zu Coinbase transferiert, offenkundig, um eben das Ganze dort dann zu verkaufen. Das sorgt natürlich für latenten Druck auf Bitcoin. Und wenn wir jetzt mal komplette Baustelle wechseln, weg von Bitcoin und Südkorea und jetzt nach Europa kommen, also zum DAX kommen zum Beispiel, dann sehen wir, der DAX heute ja in den Schlagzeilen 20.000er Marke, hurra, alles fantastisch, alles super gut. Wir sehen aber, dass schlichtweg die deutschen Aktien immer teurer werden und das vor dem Hintergrund, dass die deutsche Wirtschaft miserabel ist, dass die europäische Wirtschaft ein Problem hat, dass China ein Problem hat. Also es ist jetzt nicht so, dass diese international agierenden deutschen Konzerne ein optimales Umfeld vorfinden. Wir sind jetzt beim DAX fast 20% gestiegen seit Jahresbeginn und während wir Anfang des Jahres noch bei einem Kursgewinnverhältnis von 12,3 waren, günstig, sind wir jetzt über 15, nicht mehr so günstig, nicht komplett teurer. Wir waren schon teurer, etwa Dotcom-Blase oder dann auch mal 2015. Und im Vergleich zu den Amis, die beim S&P 500 ein Kursgewinnverhältnis von knapp 24 haben, ist das geradezu spottgünstig. Aber es ist eben eine andere Situation. Wir sehen also, dass die Bewertung der deutschen Aktien immer mehr steigt, nicht aber die Gewinne der deutschen Aktien. Wir sehen, im letzten Quartal sind ja die Gewinne der 40 DAX-Konzerne um knapp 9% eingebrochen. Also Gewinne brechen ein, Kurse steigen. Das passt zusammen, vor allem betroffen natürlich die Autokonzerne, die hier ziemlich auf die Mütze bekommen haben. Und hier sehen wir mal, wie stark sich das Ganze emanzipiert hat etwa oder sich absetzt von französischen Aktien. Da sind wir jetzt, was den DAX betrifft, im Vergleich zum französischen Leitindex so stark wie seit 31 Jahren nicht mehr. Ja, die Franzosen haben auch ihre Probleme, wie ich gleich zeige, aber das ist schon heftig. Das war Anfang der 90er Jahre noch im Trubel der Wiedervereinigung, war das einmal ähnlich extrem, seitdem nicht mehr. Also wir sind da deutlich besser offenkundig zugange und das trotzdem vor allem der November offenkundig rein ökonomisch katastrophal verlaufen ist. Hier sehen wir mal diesen Global MAP Surprise Index von Goldman Sachs, also der praktisch die
Abweichungen, die von den hereinkommenden Daten positiv, negativ bemisst. Und wir sind so negativ, wie wir es eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht waren. Wir sehen, wie stark das abgestürzt ist, wie stark also die Wirtschaften sich hier letztendlich nach unten entwickelt haben. In Frankreich kommt es ja morgen und das sorgt natürlich für weitere Unsicherheit zu diesem Misstrauensvotum, wo wahrscheinlich die Partei von Le Pen, der Rassemblement National, mit der linken Volksfront abstimmen wird und den guten Mann aus dem Amt treiben wird. Dann muss Macron sich einen neuen Premierminister suchen. Pardon, kann er da wieder irgendwie einen Konservativen nehmen, wie Michel Barnier? Wahrscheinlich nicht. Also das wird dann wahrscheinlich die Renditen für französische Anleihen weiter nach oben treiben und Frankreich ist eh schon geschwächt. Wir haben jetzt einen Einkaufsmanager-Index bekommen aus Frankreich mit 43,1, etwa ähnlich desolat, was das Gewerbe, also die Industrie betrifft, wie in Deutschland. Aber, und das ist noch viel schlimmer, die Neuaufträge bei 35,9, das sind so Werte, die kennt man, naja, aus der Corona-Zeit, da waren das so die Tiefpunkte, wenn du Einkaufsmanager-Indizes gesehen hast, 35, 36, das war schon Land unter, alles unter 50 ist ja Schrumpfung. Und wenn die Neuaufträge hier so einbrechen, dann heißt das Besserung überhaupt nicht in Sicht, sondern im Gegenteil, die ganze Geschichte dürfte noch weiter abstürzen, was hier die Industrie betrifft in Frankreich. Aber insgesamt sehen wir in Europa 175.000 Insolvenzen, ein echter Pleitenstrudel. Und die stellvertretende Ministerpräsidentin Schwedens, Ebba Busch, hat es auf den Punkt gebracht, der grüne Wandel wird zum chinesischen Projekt auf europäischem Boden. Man hat einen politischen Willen, versucht den der Wirtschaft aufzuzwingen und das geht schief. Planwirtschaft geht immer schief. Warum geht diese Planwirtschaft schief? Weil eben Planwirtschaft am Bedarf vorbei agiert, nicht wirklich Angebot und Nachfrage berücksichtigt, sondern ein Ziel hat, dieses Ziel durchdrücken will. Dann verweigern die Konsumenten die Gefolgschaft, sichtbar etwa an den Verkäufen von E-Autos, seit die Förderungen weggefallen sind. Und so sehen wir eben diese desolate Lage, die vor allem auch politisch verursacht wurde, nicht nur durch die Bundesregierung, auch durch EU-Regularien. Und jetzt kommt die EU, respektive die EZB, in Gestalt von Signore Panetta, dem italienischen Notenbanker, der sagt, also wir müssen jetzt unbedingt mal Gemeinschaftsschulden machen. Und ich kann mir vorstellen, solange der gute Olaf, der Vergessliche, und Robert, der Charmeur, solange die noch das Sagen haben in der Bundesregierung, dann sind die bestimmt bereit, auch die allerletzten Kronjuwelen, die wir noch haben, nämlich einen recht geringen Schuldenstand auf den Markt zu tragen. Gemeinschaftsschulden hieße, wir sind dann für alle mithaftbar. Das ist natürlich hervorragend. Und wie diese Planwirtschaft schief geht, sehen wir im Bereich Energie, die wurde künstlich verteuert, CO2-Steuern etc. Daraufhin hat unsere Industrie absolute Wettbewerbsprobleme. Im Bereich Stahl etwa, wie Philipp Kartenstein hier zeigt, soll dann umgestellt werden auf Wasserstoff. Dafür musst du Milliarden investieren, das ist extrem teuer, weil du dafür sehr viel Strom brauchst, um diese Umrüstung hinzukriegen. Dann wird der Strom teurer, weil eben immer mehr Strom verbraucht wird. Wenn die Nachfrage steigt, steigt auch normalerweise der Preis. Und dann hast du diesen grünen Stahl, der niemand interessiert, weil nicht wettbewerbsfähig. Damit kannst du nicht wirklich am Markt bestehen. Also musst du wieder diesen grünen Stahl hintenrum subventionieren. Das ist das perfekte Perpetuum mobile, dass der gute Robert hier vorantreibt mit den Folgen, die wir alle spüren. Insgesamt sehen wir, wie es mit der europäischen, nicht nur mit der deutschen Autoindustrie hier bergab geht. Renault, Stellantis, nicht nur Volkswagen, BMW und Mercedes, hier sehen wir die Marktkapitalisierung. Und dann haben wir solche Schlagzeilen wie der Tagesschau, die das Mindset, das letztendlich zu diesem Abstieg geführt hat, auf den Punkt bringen, muss Wachstum wirklich sein? Aha, das ist interessant. Und dann die Aussagen des neuen Grünen-Chefs hier, der ja kürzlich mit seiner Kollegin da gewählt wurde. Es braucht ein klares Bekenntnis aller demokratischen Parteien zur Elektromobilität. Okay, ja, also wer nicht uneingeschränkt für Elektromobilität ist, der ist dann wahrscheinlich kein Demokrat. Ist das der Kehrschluss? Also es zeigt so ein bisschen, wie die Planwirtschaftler Visionen haben, aber nicht zum Arzt gehen, wie Helmut Schmidt empfohlen hat, sondern ihre Vision eben durchsetzen wollen. Und das Ganze kostet dann Geld. Jetzt ist ein Habeck als Einheit 2,7 Mal Scheuer. Sie erinnern sich, der ehemalige CSU-Verkehrsminister, der ja sehr viel Geld in den Sand gesetzt hat, aber das waren nur, naja, keine 300 Millionen. Da hat der Robert mit dieser Geschichte mit Nordvolt wohl 620 Millionen Euro verprasst.
Und das alles, wo doch eigentlich klar ist, dass das nicht funktioniert. Hier sehen wir mal Green Stocks, also grüne Aktien, die haben sich deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Kein Zufall, dass das so passiert. Ich habe nichts gegen Elektromobilität da, wo sie Sinn macht, aber das durchzudrücken als Ordre de Mufti von oben, das macht eben keinen Sinn und das kostet Wohlstand. Interessant übrigens noch, wenn wir vorhin ja über den Zustand der Welt gesprochen haben, dann schauen Sie sich mal die BRICS-Währungen an. Die sind alle massiv unter Druck. Also wir sehen die indische Rupie auf Allzeittief zum Dollar, der Yuan auf einem Jahrestief zum Dollar. Wir sehen den brasilianischen Real im Sinkflug. Also die BRICS haben scheinbar auch ein Problem. Nicht nur wir, die einzigen, die noch so ein bisschen dastehen, sind die Amerikaner. Aber da wird es vielleicht auch ungemütlicher mit dem Handelskrieg. Jetzt sagt China also nichts mehr. Der Export von Germanium und Gallium, das brauchst du für Rüstungsgüter, das brauchst du auch für Chips. Also diese seltenen Erden. Wenn es seltene Erden sind, ich glaube, es sind seltene Erden, kann mich da gerne belehren lassen. Es gab vorher sozusagen ein Lizenzverfahren, also eine chinesische Firma, die das machen wollte, Exporte in die USA, musste eine Lizenz beantragen. Jetzt ist es grundsätzlich verboten. Das ist also jetzt der erste echte Gegenschlag der Chinesen gegen die Amerikaner. Und was die Amerikaner so treiben und was da abgeht, das wollen wir uns im zweiten Teil dieses Videos anschauen. Auch da ist Relevantes mit, glaube ich, herausragend interessanten Grafiken, die ich Ihnen da zeigen kann. All das im zweiten Teil. Ich verlinke wie immer diesen zweiten Teil unter dem Video und sage bis gleich.